Hey Leute, an diesem Sims 4 Samstag habe ich mal wieder ein Hausbauvideo für euch und ihr könnt euch auch schon auf weitere Hausbauvideos in nächster Zeit freuen, denn ich habe in letzter Zeit in Sims 4 doch einige Grundstücke gebaut und möchte euch die natürlich in nächster Zeit in Videoform präsentieren. Deswegen, ja, ist das auf jeden Fall was auf euch warten wird. Aber heute bleiben wir erstmal in dem Thema, was ich auch schon die letzten beiden Sims 4 Samstage so ein bisschen begonnen habe. Und zwar habe ich letzte Woche euch ja meinen aktuellen Sims 4 Haushalt gezeigt, den ich viel privat spiele. Und das ist Familie Erstens Gott. Und in der Woche zuvor habe ich euch deren Haus gezeigt in einem Hausbauvideo, die Wellness Villa. Falls ihr die beiden Videos noch nicht kennt, findet ihr die in der Videobeschreibung, also da mal reinschauen. Und heute machen wir weiter bei dem Thema, denn das ist ein weiteres Hausbauvideo zur Familie, da der Vater der Familie aktuell getrennt lebt von Rest der Familie, da die Mutter fremdgegangen ist und er da halt ein wenig Abstand brauchte zur Frau. Und deswegen hat er hier sein eigenes Haus bekommen, ist hier eingezogen und das Haus möchte ich euch heute präsentieren. Ich finde, das ist ganz cool geworden und ich glaube auch, dass das für viele von euch ganz nützlich sein könnte, dieses Haus, denn ich finde es eigentlich relativ flexibel einsetzbar. Es ist natürlich in der Sims 4 Galerie zu finden. Falls ihr das runterladen möchtet, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Und auch dazu findet ihr alle Infos in der Videobeschreibung, unter welchem Namen ihr das finden könnt. Ich habe es bisher noch nicht hochgeladen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich es nennen soll. Aber dann, wenn das Video hochgeladen ist, wird das alles erledigt sein. Und das ist, wie gesagt, das Haus für den Familienvater. Michael übrigens heißt er. Und da werdet ihr am Ende auch noch ein paar Screenshots sehen von seiner Tochter, beziehungsweise ein Screenshot von seiner Tochter. Und das Haus ist ziemlich modern gehalten, ziemlich viele klare Linien und Formen und ansonsten nicht besonders farbenfroh, kann ich sagen. Was aber auch daran liegt, dass er zum Zeitpunkt seiner Trennung halt eben dieses Haus hier gekauft hat, gestaltet hat, eingerichtet hat. Also ich denke mal, gestanden haben wird es schon, aber er wird es dann selbst eingerichtet haben. Und deswegen ist es doch sehr grau und grau. Es sind nur ein paar Farbtupfer vorhanden, was das Ganze aber auch irgendwie ganz schick macht. Also es ist wie gesagt eher ein moderneres Haus mit vielen klaren Formen. Und irgendwie passt da dieses Grau und Grau, diese klaren Linien und sowas ganz gut dazu. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das irgendwie so ein moderner Stil ist. Ich bin halt auch nicht so der Beste oder die Beste darin, moderne Häuser zu bauen. Ich finde das hier schon ganz gut, aber ich bin halt einfach immer kein Fan von den Dächern bei modernen Häusern. Weiß nicht, ob ich sie einfach nur schrecklich baue oder ob sie einfach nur schrecklich sind. Das ist schwierig zu sagen von meiner Seite aus, aber ich komme mit den Dächern nicht ganz so gut klar bei modernen Häusern. Hier habe ich allerdings was ganz Cooles gemacht. Hier vorne habe ich ja so ein bisschen Sichtschutz vor die Fenster gepackt, die halt in Richtung Straße gehen, damit halt die Leute, die vorbeilaufen, nicht direkt ins Wohnzimmer reinschauen können. Und habe da halt so ein paar Wände davor gepackt, die hier als Sichtschutz, aber auch als Sonnenschutz dienen. Und damit das irgendwie mit dem Dach ganz cool aussieht, habe ich da halt so Halbwände da drüber gepackt und das Dach dahingehend angepasst, dass das halt gut ineinander übergeht. Mein Lieblingsteil an diesem Haus ist allerdings das, was hier gerade im Entstehen ist, auch wenn das noch ein bisschen geändert wird. Und zwar ist es dieser Quader, kann man so ein bisschen sagen. Es ist halt wirklich rechteckig, na gut, rechteckig sowieso, aber es ist halt quadratisch, dieser Teil des Hauses und mit Säulen, mit dieser Fußleiste gestaltet und dann noch mit den passenden Fenstern da drin. Sieht, wie ich finde, richtig cool aus und das Dach ist halt auch komplett flach. Da werdet ihr gleich noch sehen, was für eine Technik bzw. was für eine Methode ich da genutzt habe, damit das möglichst gut aussieht oder damit das irgendwie ganz cool aussieht. Und finde das ganz cool. Hier hinten in diesem Bereich, wo halt ganz, ganz viele Fenster sein werden, ist das Badezimmer und das Schlafzimmer eigentlich sehr private Räume, wodurch das Ganze irgendwie ein bisschen lustig ist, dass halt gerade hier so massig viele Fenster sind. Aber die sind ja alle so ein bisschen durch Sichtblenden dann im Nachhinein verdeckt worden. Ich glaube, das habe ich sogar direkt relativ am Anfang gemacht. Ja, genau, hier schon habe ich hier Vorhänge ausgewählt, beziehungsweise diesen Sichtschutz,
den man ja bei Bedarf auch bis nach unten ziehen kann, für das Schlafzimmer und das Badezimmer, wie gesagt. So ist das Ganze natürlich deutlich privater. Und der Rest des Daches sind halt so flache, schräge Dächer. Ja, ist halt modern, ne? Also ist halt so der ganze Sinn dahinter. Ich weiß halt sonst nicht, wie ich moderne Dächer machen sollte. Das ist halt immer so meine Methode und ich bin halt aber einfach nicht so ein Fan davon. Meine Lieblingshäuser an sich von allen sind halt Fachwerkhäuser. Ich liebe Fachwerkhäuser. Ich habe ja auch schon welche gebaut und ich würde am liebsten auch noch mehr bauen. Ich würde am liebsten immer nur Fachwerkhäuser bauen und glaubt mal nicht, dass das die letzten Fachwerkhäuser waren, die ihr jemals auf meinem Kanal gesehen habt. Da werden bestimmt noch mehr kommen. Ja. Aber hier seht ihr gerade die Technik, die ich benutzt habe hier für dieses Flachdach. Ich habe von Andi Arbeit diese kleinen Tischchen verwendet. Die passen mit der niedrigsten Halbwandart perfekt zusammen. Also dass sie da super miteinander abschließen. Und diese Teile, also die günstigsten, die ja wie ihr im Katalog gesehen habt, an erster Stelle sind, die sind halt genau ein Kästchen groß. Also das heißt, wenn man zwei nebeneinander stellt, ist kein Platz dazwischen. Man sieht natürlich so ein bisschen ein kleines Raster, aber das kann man natürlich auch als irgendein Muster identifizieren oder sowas für Flachdächer oder sowas, dass das halt so ein bisschen kreuzförmig ist. Ich weiß ja auch nicht, wer hätte jetzt so eine Idee. Aber ich finde das eigentlich ganz super für solche flachen Dächer. Das macht halt irgendwie Sinn. Und funktioniert ganz gut und man kann halt so ein bisschen Split-Leveling damit einbauen. Sachen, die Sims 4 aktuell noch fehlen, das Geländetool, Split-Leveling und sowas. Aber das ist halt damit einigermaßen gut umsetzbar, indem man halt die Halbwände verwendet und die Räume, die dadurch entstehen, quasi mit irgendwas ausfüllt. Zur Not muss man das Ganze halt ein bisschen anheben oder Objekte vergrößern. Wie gesagt, in den weiterkommenden Hausbau-Videos in nächster Zeit werde ich noch ein paar Mal diese Technik anwenden und da kann ich euch dann noch mehr dazu erzählen, falls ihr irgendwie ein höheres Flachdach haben wollt oder sowas. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Methode, könnt ihr auch gerne ein bisschen mit rumspielen und sowas, falls ihr irgendwie ein flaches Dach wollt und euch aber gefragt habt, wie kriege ich das hin mit einer Halbwand und die auszufüllen. Ich finde diese Teile von Andi Arbeit echt perfekt dafür, aber es gibt garantiert selbst im Hauptspiel irgendwelche Objekte, die ihr dafür nehmen könnt, die sich besonders gut eignen. Ja, und ich dachte erst, ich mache das Ganze grau und grau, beziehungsweise fand das halt irgendwie am passendsten. Ich habe halt hier so dunkelbraunes Holz genommen und diesen Stein und weiße Wände natürlich noch für den Rest. Aber ich fand es irgendwie zu farblos und deswegen habe ich dann hier ein bisschen anderes Holz verwendet und damit ein bisschen rumprobiert. Wobei ich jetzt im Nachhinein es irgendwie vielleicht ein bisschen zu bunt finde. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch jetzt, wenn ich es mir im Nachhinein nochmal anschaue. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, es sieht voll in Ordnung aus, aber ich hätte es, glaube ich, lieber bei dem dunkleren Holz belassen. Die roten Wände da vorne, also die roten Sichtwände, sind vielleicht voll in Ordnung, aber das Holz ist mir irgendwie zu orange, zu auffällig. Aber na gut, ist halt alles so, was man im Nachhinein so bedenkt. Bei diesem Gehweg habe ich ein bisschen versucht, das ein bisschen interessanter zu gestalten, dass es nicht einfach nur diese beigefarbenen Platten sind, sondern habe da jetzt so ein kleines Diamantmuster eingearbeitet, was das Ganze eventuell ein bisschen interessanter gestalten könnte. Und dann sind wir auch schon bei der Inneneinrichtung. Es hat zwei Schlafzimmer, dieses Haus, was ganz cool ist. Das heißt, ihr könnt das wirklich flexibel einsetzen für eure Familie. Ihr könntet einfach nur einen einzelnen Sim hier wohnen lassen mit einem Gästezimmer, so wie es bei mir halt der Fall ist. Der Vater, der ausgezogen ist, lässt ja gern auch mal seine Tochter hier übernachten und lädt die hier ein. Aber ansonsten nutzt ihr das Zimmer halt nicht. Ihr könnt da natürlich auch noch ein Arbeitszimmer oder sonst was draus machen. Ihr könnt natürlich auch einfach ein zweites benutzbares Schlafzimmer draus machen. Also ihr könnt hier sogar eine kleine Familie drin wohnen lassen oder eine WG mit zwei Personen zum Beispiel. Also es hat, wie gesagt, bis zu zwei Schlafzimmer. Ihr könnt sogar drei Schlafzimmer draus machen, wenn ihr das Fitnesszimmer oder den Fitnessraum, den ich hier eingebaut habe, in ein weiteres Schlafzimmer verwandelt. Dann habt ihr sogar drei Schlafzimmer, das ist natürlich noch praktischer. Also ich finde, das ist auf jeden Fall hier, ja, das ist auf jeden Fall Raum für
Anpassungsmöglichkeiten für eure Familie und ich finde es sonst relativ flexibel einsetzbar. Es ist ein relativ simples Haus. Es hat sonst eine Küche, einen Wohnbereich mit Esstisch, ja, ein Badezimmer und einen kleinen privaten Garten. Ich habe ein bisschen Custom Content verwendet, aber wirklich nicht viel in diesem Haus. Und zwar einmal das Bett, was ich halt ein bisschen besser individualisieren kann. Und dann noch im Kinderzimmer ein paar Vorhänge. Aber bei dem Haus, was ich euch in der Galerie zur Verfügung stellen werde, ist natürlich kein Custom Content enthalten. Das heißt, dieses Haus könnt ihr ohne Probleme runterladen. Ich meine, selbst wenn ihr Häuser mit Custom Content runterladet, dann bekommt ihr den Custom Content nicht. Aber ich möchte euch natürlich ein vollständiges Haus zur Verfügung stellen, was ihr ohne irgendwas ersetzen zu müssen spielen könnt. Es natürlich gesetzt im Fall, ihr habt alle Erweiterungen. Die Erweiterungen bzw. die Inhalte, die ich verwendet habe, stehen natürlich wie immer in der Videobeschreibung, also da auf jeden Fall einfach mal reinschauen. Ich weiß gar nicht genau, ich schreibe da einfach immer all meine Erweiterungen, die ich wirklich habe, rein. Ich weiß natürlich nicht, ob ich wirklich alle Objekte, also aus jedem Erweiterungspack ein Objekt verwendet habe. Das bezweifle ich irgendwie. Kann also sein, dass auch weniger Objekte verwendet wurden. Und teilweise sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die ich hier verwendet habe. Ich würde sagen, Wellness-Tag braucht ihr auf jeden Fall. Denn da sehe ich allein schon an den ganzen Fenstern, an den Wandbelägen, an den Türen und auch hier an den Küchentheken, dass ich das auf jeden Fall sehr viel verwendet habe. Ich mag das Gamepack Wellness Tag wirklich sehr, sehr gerne. Das hat wirklich sehr viele gute Objekte, sehr viele moderne Objekte auch, die ich dann gerne in modernen Häusern verwende. Und ja, deswegen müsst ihr da einfach mal schauen. Theoretisch könnt ihr, selbst wenn ihr nur das Hauptspiel habt, dieses Haus runterladen. Das sollte eigentlich keine Probleme geben. Man kann meines Wissens nach jedes Haus runterladen aus der Galerie, egal was für Inhalte man hat, zumindest aktuell, und muss dann halt nur Sachen ersetzen. Deswegen, ja, könnt ihr einfach mal schauen und könnt es dann natürlich mit Sachen ersetzen, die ihr habt, falls euch irgendwas davon fehlt. Ansonsten von anderen Erweiterungen oder Gamepacks sind es wahrscheinlich eher nur Kleinigkeiten, die ich hier wirklich verwendet habe. Dekorationsmöglichkeiten, ein paar Objekte. Also ich habe halt wirklich viel aus dem Hauptspiel verwendet, glaube ich. Ja, ein paar Sachen auch aus dem Gaumenfreuden-Gamepack, zum Beispiel diese Stühle hier. Ich nutze auch gern die Deko-Objekte für die Küchen aus dem Gaumenfreuden-Gamepack. Es ist halt, sind halt wirklich richtig gute Objekte. Mein Lieblingsobjekt aus Gaumenfreuden sind ja die zwei Pfannen. Ich liebe die. Die sind so super. Die sind auch in dem Haus vorhanden. Aber ich sehe gerade, da war eine kleine Pause im Video. Ich habe nicht wirklich viel bearbeitet. Es ist ja auch ein relativ kurzes Video. Also für meine Verhältnisse ein relativ kurzes Video, wie ihr vielleicht schon wisst. Und deswegen dachte ich mir, passt das so? Ich lasse das jetzt einfach. 25 Minuten, super. Dann habe ich natürlich noch die Screenshots rangehängt, deswegen sind es jetzt 27 Minuten. Aber ihr wisst ja auch nicht, wie ich das meine. Hier haben wir das Wohnzimmer mit einer gemütlichen Fernseh- und Leseecke. Und ja, da habe ich auch so ein bisschen mit Move Objects gearbeitet und ein bisschen da rumgespielt und fand das ganz cool, wie es am Ende aussah. Das Bücherregal ganz rechts ist nutzbar und links ist das rein dekorativ. Das ist wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine Anbauwand, aber in modern und in klein und improvisiert, ich weiß auch nicht. Sieht auf jeden Fall, wie ich finde, irgendwie ganz cool aus und deswegen habe ich das halt zusammengebastelt. ja, ich mag es auf jeden Fall sehr gerne. Es ist halt quasi zwei dieser Kleiderschränke oder dieser Kommoden vom Hauptspiel nebeneinander platziert auf diese drei breite Ecke und dann halt zwei Bücherregale auch nebeneinander darüber gestapelt mit Move Objects und mit dem Höhenverstelltaste. Falls ihr nicht wisst, wie das alles geht oder wie ich Objekte irgendwie frei verschieben kann oder sowas, dann schaut auf jeden Fall mein Cheats und Tricks Tutorial oder sowas, wie auch immer das heißt. Was auf jeden Fall wichtig ist, was ich in dem Video nicht erwähnt habe, ich habe die Sims 3 Steuerung aktiviert. Die ermöglicht euch viel mehr Baumöglichkeiten. Ich weiß halt nicht, warum man die nicht aktiviert haben sollte. Ich weiß nicht, warum das Spiel überhaupt eine Sims 4 Steuerung hat, wenn sie da viel weniger fortschrittlich ist. Aber ja, auf jeden Fall zu eurer Info, falls ihr euch fragt, wie das funktioniert oder warum das bei euch nicht geht. Ihr braucht die Sims 3 Steuerung, damit ihr alles nutzen könnt, wie zum Beispiel die Alt-Taste und so weiter. Ja. Und hier haben wir den Bürobereich quasi.
Also es ist halt quasi ein großer Wohnbereich mit einem Esstisch, mit einer Fernsehecke und halt hier noch mit einem Schreibtisch. Wie gesagt, bei mir wohnt halt nur ein Sim hier, deswegen habe ich das alles einfach in einen Raum gepackt. Wenn ihr mehrere Sims hier wohnen lasst, wenn ihr sogar drei Schlafzimmer draus macht, dann könnte man das Ganze natürlich noch ein bisschen separieren wollen, vielleicht ein paar Raumteile rein, vielleicht einen extra Raum oder ein bisschen privateren Bereich für das Büro oder für den Schreibtisch. Das müsst ihr dann natürlich schauen, wie man das Ganze so gestalten kann. Hier für meinen Einzelnen reicht das auf jeden Fall und er bzw. die Familie, in die er reingeheiratet hat, sind halt einfach super reich. Das heißt, ich hatte halt viel Platz und viel Geld, um das Ganze zu gestalten. Das Haus ist übrigens auf einem 30x20 Grundstück und so viel Platz braucht er auch ungefähr. 20x20 ist, glaube ich, zu wenig. Also ich habe da schon ein bisschen drüber gebaut, würde ich mal behaupten, über diesen Raum. Aber könnte vielleicht passen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe halt viel Platz im Vorgarten gelassen, wo man halt erst einen Weg laufen muss. Und ganz vorne steht auch die Mülltonne. Aber müsst ihr mal schauen. 30x20 sollte man eigentlich eine ganze Menge Grundstücke in seiner Stadt haben. Und es kostet 92.000 Simoleons ungefähr, also knapp unter 100.000. Ich sag ja, die Person hatte viel Geld, deswegen habe ich mich darum überhaupt nicht gesorgt. Der hat sogar noch über 100.000 übrig und ich weiß nichts mit dem Geld anzufangen. So ist das halt, wenn man irgendwie mit einer Familie spielt eine längere Zeit und dann unendlich Geld generiert und immer mehr hat und ich weiß, was man damit machen soll. Ja, hier sind wir im Fitnessraum des Hauses, den ich versucht habe, ein bisschen gemütlich zu gestalten. Also es gibt halt hier so eine Krafttrainingsmaschine, wo man halt seine Muskeln trainieren kann und natürlich einen Boxsack. Also ein Laufband habe ich jetzt nicht mit reingestellt. Es gibt noch einen Spiegel, um sich selbst zu bewundern, wie schön die Muskeln größer geworden sind. Und natürlich auch eine Musikanlage für motivierende Musik während des Trainierens. Und ja, ansonsten habe ich da noch ein bisschen versucht zu dekorieren. Sorry für die ganzen kleinen Pausen. Wie gesagt, ich war jetzt, naja, man kann schon sagen, ich war ein bisschen zu faul jetzt, das näher zu schneiden. Und ich dachte mir halt, die Länge ist voll in Ordnung. Hier kommen wir jetzt zum Kinderzimmer, wo halt bei meiner Familie jetzt nicht wirklich aktiv ein Kind drin wohnt, sondern sie kommt halt nur ab und an vorbei und übernachtet hier. Mittlerweile ist sie sogar ein Teenager geworden. Ich habe es aber genauso gelassen, nur den Kinderzeichentisch entfernt, weil sie das sowieso nicht nutzen kann, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen in Erinnerung an das kleine Mädchen hat der Vater das halt einfach so gelassen, weil er kennt seine Tochter auch eher, als sie noch ein Kind war und weniger als sie eine Teenagerin war, weil er sie da ja weniger gesehen hat. Und deswegen ist das Ganze doch noch ein bisschen kindlicher gestaltet, das Kinderzimmer. Ja, das Schlafzimmer ist wirklich sehr grau und grau gehalten. Also das Bett ist grau, der Schrank ist grau, wobei bei eurer Version in der Galerie ist das Bett schwarz, denn das war halt die passende Bettwäsche bei den Betten. Wie gesagt, meine Betten mit Custom Content sind halt ein bisschen besser individualisierbar und das finde ich ganz cool. Wie gesagt, schaut euch das Mods und Custom Content Video an, falls ihr dazu was wissen wollt. Ja, und ansonsten versuche ich das Ganze ein bisschen zu dekorieren, ein bisschen zu detaillieren. Ja, das Schlafzimmer ist natürlich vollständig eingerichtet mit einem großen Bett für das Kind. Ja, mit einem Schrank oder mit einer Kommode, um da ein paar Sachen mitzubringen. Und natürlich auch eine ganze Menge Spielsachen. Ich wusste, glaube ich, schon, oder wusste ich schon vorher, dass diese Hase auch Punkte haben kann, dass diese Hase auch so richtig bunt gepunktet sein kann. Das fand ich total süß, als ich das gesehen habe. Deswegen musste ich unbedingt den nehmen. Und der passt farblich auch gut rein zur Farbe des Bettes und so weiter. Ich habe hier auch noch einen Schreibtisch eingefügt. Der wird hier gleich stehen. Ich weiß gar nicht genau, ob der benutzbar ist, weil die Tochter den nie benutzt hat, als sie zu Besuch war. Deswegen weiß ich nicht genau, ob man den so, wie er steht, benutzen kann. Zur Not müsste den halt noch ein bisschen weiter ins Bett reinschieben. Der Schreibtisch ist ja zum Glück von der Art her so geformt, dass man da halt wirklich den übers Bett schieben kann, was ich richtig cool finde. Deswegen habe ich den ja auch dahingestellt.
ja, ist halt quasi so ein bisschen als Hausaufgabentisch gedacht, dass man hier natürlich auch Hausaufgaben machen kann oder was man auch immer hier machen möchte am Schreibtisch. Ist natürlich ziemlich nah am Bett, deswegen sollte man da mit seinen Füßen aufpassen. Aber vor allem, wenn die Kinder klein sind, da stört das ja nicht so weiter. Also ich weiß nicht, es ist halt wirklich ein passendes Kinderzimmer geworden. Das könnte man halt auch, falls ein Kind hier dauerhaft wohnt, wirklich so lassen. Ich habe mir da halt wirklich Mühe gegeben, das zu detaillieren. Und der Vater ist halt wirklich ein sehr liebender Vater. Deswegen hat er halt wirklich versucht, an alles zu denken, was das Kind gebrauchen könnte. Obwohl es halt wirklich nur für eine Nacht da ist. Ich meine, es hat sogar einen Spiegel mit ein paar Parfüms und so ein Krams, um sich da irgendwie zu schminken oder sowas. Ja. Was auch immer es da halt so braucht. Und habe das versucht, natürlich hier schön bunt zu gestalten. Das Farbthema ist hier so ein bisschen blau-gelb in dem Raum. Wie gesagt, alle anderen Räume sind relativ farblos, aber dieses Zimmer hier ist echt ziemlich bunt geworden, weil es, wie gesagt, ja auch für die Tochter ist. Und die Tochter mag es natürlich bunt. Zumindest die Tochter, die ich spiele mit der Familie. Die mag es auf jeden Fall bunt. Die freut sich hier natürlich über ein schön buntes Zimmer. Das hier ist auch nochmal Custom Content, wie schon erwähnt, diese Vorhänge. Aber ich habe dann einfach die normalen aus Heimkino Accessoires verwendet für die Version in der Sims 4 Galerie. Ja. Wobei die hier, die ich verwendet habe, halt richtig süß sind und richtig gut dazu passen. Ja, und ich glaube, ein bisschen was habe ich dann noch dekoriert. Ja, vor allem hier im Flurbereich. Der Flur ist halt relativ simpel gestaltet. Mit ein paar Jacken, die hier natürlich hängen. Und ein paar Schuhen. Und ansonsten noch einem kleinen Tischchen. Mit einer Pflanze drauf. Oh Gott, jetzt spoilere ich euch voll. Da kommt jetzt ein Tisch hin und da kommt jetzt eine Pflanze drauf. Ihr werdet sehen. Da ist sie. Wahnsinn, oder? Ja. Ja, auch die Küche hat natürlich noch ein paar Dekorationsgegenstände bekommen. Zum Beispiel diese wunderschönen Pfannen, die ihr da schon in der Seite sehen könnt. Mhm. Cheats verwende ich halt eigentlich immer nur einen. Ich verwende halt immer nur den Move Update Cheat, falls ihr euch gefragt habt, welche ich verwende. Ist eigentlich immer nur der eine, weil mit dem kann man irgendwie alles machen. Und ja, viel mehr Möglichkeiten gibt es auch nicht wirklich. Die anderen Cheats, die es so gibt, sind einfach nur zusätzliche Objekte. Aber ich bin meistens ganz zufrieden mit den normalen Katalogobjekten. Ich muss dann keine versteckten Objekte ja, freischalten oder sowas. Ich bin ganz zufrieden mit den Sachen, die es da normal im Haus gibt, die es da normal im Baumodus gibt. Die Küche hat dann auch noch eine kleine Bar bekommen, ja, die irgendwie ganz, ganz cool ist an der Stelle. Ist halt für einen einzelnen Haushalt, finde ich das alles super passend. Ich weiß nicht, ich kann mir so eine richtige Familie hier gar nicht wirklich vorstellen, weil das alles so ein bisschen klein ist, ein bisschen gedrängt. Wie gesagt, für ein Sim ist das perfekt und der hat richtig viel Platz. Aber na gut, vielleicht bin ich da auch einfach nur, ja, ich weiß nicht, die Villa-Standards gewohnt, mit denen ich aktuell spiele. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie immer riesige Häuser für meine Sims. Denn sobald die aus dem Starterhaus raus sind, haben die halt massig Geld und dann muss ich halt immer große Häuser bauen für die. Ich sollte vielleicht einfach mal kleine Häuser bauen. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwie realistische kleine Häuser bauen möchte, die sehen in Sims einfach nicht so gut aus. Sonst hätte ich das ja schon öfters gemacht. Ich baue ja, oder ich habe ja auch schon das ein oder andere Starterhaus gebaut. Aber das sieht halt einfach nicht so gut aus wie große Häuser. Die sehen nun mal in Sims 4 am besten aus. Deswegen baue ich die immer. Und deswegen werdet ihr die auch vermehrt sehen. Hier hinten gibt es dann noch eine kleine Terrasse. Wie gesagt, das hier ist ein ganz privater, kleiner Garten. Einmal mit einem Grillbereich, beziehungsweise so einer entspannten Lounge. Hier könnte man natürlich auch einfach einen Tisch hinstellen. Aber ich fand hier so ein Outdoor-Sofa ganz passend. Und dann ist hier noch ein Spielbereich für die Kleine, die halt, wie gesagt, ab und an zu Besuch kommt. Das ist halt sehr viel in diesem Haus nach der kleinen Tochter ausgerichtet, die halt ab und an mal vorbeikam. Aber da wurde wirklich viel Energie für reingesteckt. Ja, und ansonsten viel gibt es hier dann auch gar nicht mehr zu sehen. Ja, hier wird noch ein bisschen der Eingangsbereich gestaltet. Ich habe mal so einen schicken, modernen Briefkasten genommen, statt dieses Standardbriefkastens.
Und ja, am Eingang bzw. an der Straße die Mülltonne, so als wäre sie gerade geleert worden und muss noch wieder reingeholt werden. Ich weiß aber halt meistens für Mülltonnen eh keinen schönen Ort, obwohl ich eigentlich sogar Möglichkeiten wüsste, die cool zu gestalten. Sollte ich vielleicht mal öfters machen, einfach mal was Schönes für Mülltonnen zu gestalten. Die beachtet man ja sonst irgendwie auch kaum. Und ein paar grün-weiße Pflänzchen gab es hier auch noch an der Seite des Grundstücks, aber das war es dann auch schon mit Außengestaltung. Ist halt doch eher ein bisschen spärlich gestaltet von außen. Es ist halt auch ein modernes Haus. Ich finde viel Blümchen und sowas von außen für moderne Häuser nicht ganz passend. Deswegen gestalte ich die von außen immer relativ spärlich. Ich habe da bisher noch keine Idee gefunden, was ich da jetzt so wirklich an Garten gestalten kann. Hier seht ihr einmal die Bilder von außen vom Haus. Und jetzt sind wir auch schon drin im Flur. Und schauen uns alle Räume mal so nach und nach an. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Nächsten Sims 4 Samstag mal sehen, was es da gibt. Ob es da auch wieder ein Hausbauvideo gibt oder ob es was anderes gibt. Ihr könnt natürlich Wünsche, was für eine Art Video ihr gern sehen möchtet. Oder was für ein Haus ihr gern sehen möchtet. Könnt ihr natürlich gern schreiben. Ich werde keine Häuser auf Auftrag bauen. Dafür habe ich keine Zeit. Aber falls ihr irgendeine grundsätzliche Idee habt, was ich gern in Sims 4 bauen sollte, dann gern. Für Sims 3 habe ich auf jeden Fall auch noch ganz viele Ideen und Sachen. Aber in Sims 3 zu bauen, dauert immer länger und ist immer ein bisschen schwieriger. Deswegen gibt es viel Sims 4 Hausbauvideos in letzter Zeit. Ja, aber ich hoffe, dass ich auch Sims 3 Hausbauvideos wieder zurückbringen kann und wieder vermehrt bringen kann. Wird sich in nächster Zeit zeigen. Ja, hier seht ihr die Küche. Die ist übrigens auch sehr grau und grau geworden. Also da ist fast gar nichts Buntes. Dazu im Kontrast natürlich hier dieses süße Kinderzimmer. Und damit verabschiede ich mich dann jetzt aber auch von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Sims 4 Samstag. Ciao!